Lauter Rezepte, weil über 300 Rezepte habe ich. Er ist einer der bekanntesten Food-Influencer Österreichs. Vor 10 Jahren haben ihm seine Töchter einen Blog geschenkt. Damit hat Anton Peschka nicht gerechnet. Heute hat der Everdinger Spaß und postet regelmäßig Rezepte. Ich habe gesagt, nein, du musst weiter kochen. Ich habe aber gesagt, das spinnt. Wie soll ich das machen? Und aber jetzt bin ich selber richtig begeistert, weil er so super angenommen wird. Und das bereits weltweit. Über 25 Nationen, die was da nachschauen. Da kriegt man oft Rückfragen, nicht? Wie das ist oder wo man das kaufen kriegt. Da hat man eine von Japan hat eine Rückfrage gemacht. Nicht? Ja, in Japan gibt es keinen Germ nicht. Da gibt es nicht einen Trockengerm, wo man den annehmen kann. Nicht? Das ist eh gut, dass man den annehmen kann. Seitdem postet der 90-Jährige Rezepte mit Fotos und Kochanleitungen. Heute bereitet er einen Schweinsbraten zu. Mir persönlich ist lieber über ein Bauch, man kann zwar eine Schulter annehmen, aber ein Bauch, das ist halt durchgezogen. So, salzen, dann haben wir ein bisschen an Kümmel drauf und ein bisschen Knoblauch, der gehört dazu. Wasser dazugeben und bei 180 Grad ins Rohr. Nach 30 Minuten rausgeben. Die Schwarte einschneiden und dann für eine Stunde wieder rein in den Ofen. Sein Trick für die perfekte Kruste. Man darf nicht drüber gießen, weil da wird so viel flüssiger und das ist. Und das machen oft den Fehler. Ne? Weiter geht's mit der Beilage. Der Everdinger macht Knödel. Ja, das habe ich von meinem Vater übernommen. Ne? Das ist, im Grunde genommen ist das ein Nockerltag. Nicht mit Wasser, mit Milch gemacht. Nicht? Eier, Salz, ein bisschen Muskat, ein bisschen Backpulver, dass es locker wird. Und dann haben wir die Nudelbrot dazu, das wird gut durchgemischt und dann haben wir zwei so Striezel formen. Nicht? Dann 15 Minuten ins Wasser, fertig ist die Beilage. Kochen ist seine Leidenschaft. Das macht Anton Peschka jeden Tag. Dabei erinnert er sich an seine Zeit im Ausland. Denn der Everdinger kochte in Nobelrestaurants in der Schweiz. Von dort ging es wieder zurück in die Heimat, ins Everdinger Gasthaus zum Roten Krebs. Hier hat er 40 Jahre lang seine Gäste verwöhnt. Mit bodenständiger Küche, so wie heute. Dabei verbraucht er alle Zutaten. Schwarzbrot bleibt dann so über. Nicht? Das Würfelte, mache eine schwäbische Brotsuppe, ein bisschen Rindsuppe hat man rein, oder wenn man keine Rindsuppe hat, nimmt man halt einen Würfel. Nicht? Das löst man auf, tut das Brot rein, sprudelt ein Ei durch, das nehmen wir rein. Und wenn irgendein Würstel oder was überbleibt, das schneidet man rein, ist schon verwertet. Nicht? Nach einer Stunde 30 fertig ist die Hausmannskost. Bratl in der Rhein. Eines von über 350 Rezepten vom Foodblog. Gutes. Dort finden Hobbyköche aber genauso fleischlose Gerichte. Nachkochen erlaubt. Besitzt euch, ja. Ja, ich komme schon. Passt eh schon.